Ich habe ja jetzt mal so ein bisschen erzählt. Ich muss jetzt mal in die Knie gehen. Ich habe jetzt mal ein bisschen erzählt, so wie mein Leben gelaufen ist und wie es momentan gerade einer Wiederholung gleicht. Obwohl das ja ein bisschen extremer geworden ist für mich, weil ich bin ja. Keine Ahnung, ich über 40 mittlerweile. Und eigentlich kann ich mir so gesundheitliche Debakel gar nicht leisten. Klar, bin ich am Überlegen, wie man Dinge abstellen kann, damit man hier irgendwie wieder so besser leben kann. Damals, da saßen wenigstens noch alle irgendwie auf dem Balkon und haben sich nett begrüßt im Sommer und zugewunken. Das ist irgendwie gar nicht mehr so. Das nennt man irgendwie Strukturwandel. Ich weiß nicht, hat das Talia irgendwas dazu geschrieben oder so? Oder lief das über den Spielplan vielleicht? Ich verfolge das ja nicht mehr so, was meine Nachbarn tun. sondern versuche das ja immer für mich ein Stück weit so zu managen. Ich habe. Was völlig langweilig ist eigentlich. Kein Wasser mehr. Ich habe mir ja für einen Kaffee gekocht. Also mache ich jetzt Bratkartoffeln. Und das nennt man dann in der Regel Ressourcennutzung. Ist das irgendwie psychoanalytisch verwertbar? Eine Ressourcennutzung? Oder ist das ein Kapitalgedanke, einer Definition? Das weiß ich auch noch nicht so genau. Ich habe irgendwie ziemliche Einschränkungen mit meinem Fuß wieder. Und muss jetzt halt mal gucken, wie ich da jetzt nun agieren kann. Weil mein Fuß ist irgendwie, der wird wieder taub. So bin ich ja mal bei Fördern und Wohnen aufgeschlagen. Mit angeschwollenen Beinen runtergekommen, runtergewirtschaftet und habe dann angefangen für mich zu kämpfen. Jetzt habe ich im Grunde genommen dieselben Einschränkungen, das ist total bescheuert eigentlich. Achso, ich sei ja nicht wegen Psychiatriekranken, soll ich ja nicht so mit dem Messer rumfuchteln, weil die sonst unkoordinierte Bewegungsabläufe haben. Und da fand ich das irgendwie, weil ich könnte ein ganzes Buch schreiben, fand ich das seltsam. Ist aber noch mal ein anderes Kapitel. Weil ich eigentlich so und gar nichts damit zu tun hatte.
Aber das ist schön, wenn man so mal eine Video- und Bilddateien durch sämtliche Anamnesen laufen, ohne meine Anhörung gehabt zu haben, sondern eigentlich Menschen dann mit Medikamenten behandelt werden, die irgendwie das Bewusstsein beeinträchtigen, die ich ja eigentlich rein theoretisch gar nicht genommen habe. Praktisch sah das ja wohl schon mal anders aus, weil ja, irgendjemand mir da Medikamente verabreicht hatte. Also irgendjemand muss da ja irgendwie nochmal eine Stellung beziehen, aber das hat auch dementsprechend hier so gescheppert, dass das natürlich schon gesundheitliche Auswirkungen auf mich hatte. Und ich dann irgendwie eigentlich sehr gelähmt in der Ecke lag. Das sind ja Zustände, die ich nicht mag. Das ist ja auch so ein Kontrollverfahren. Ein Kontrollverfahren, Menschen irgendwie ein Handlungsrecht zu nehmen, glaube ich. Vielleicht klinge ich auch einfach zu abgehoben. Aber man möchte ja im Grunde auch wissen, was stellen die Menschen mit einem an? Wer bezahlt wofür? Also ich würde zum Beispiel einem Menschen, der ein relativ gesundes Herz hat, obwohl er vielleicht auch Raucher ist, doch keinen Herzschrittmacher empfehlen. Oder so. Kann man ja drüber reden. Ich meine, dafür sind wir ja da. Wir sind ja volljährig. Wenn man jetzt mal das Kapital außer Acht lässt, warum sollte jemand dafür bezahlen wollen? Wenn man vorher eigentlich wieder gesund war, also warum sollte man bezahlen wollen für sowas? Dann ist doch die Frage, unter welcher Konstellation stand das Ganze? Also da rede ich jetzt aber nicht von Astronomie, sondern auch so ein bisschen von dem Absatzmarkt. Ich habe immer das Gefühl, in so einer Scheinkriminalität oder Scheinlegalität fängt mir nach da zu wandern. Weil ich ja gegebenenfalls, ich bin ja eigentlich jemand, der aufrichtig genug ist, auch Stellung zu beziehen oder einfach auch zu sagen, so, ich habe mir das jetzt irgendwie angehört. Und natürlich muss ich einen Arzt jetzt finden des Vertrauens, der die Fakten offen auf den Tisch legt. Also es kann ja nicht sein. So, ne? Ein bisschen, weil Menschen ja mit Menschen reden. Und man kann ja nicht immer von einem aktienbörsenorientierten Unternehmen sprechen, wenn ich irgendwie jemanden einen netten Kommentar da lasse. Das lasse ich mir ja auch nicht bezahlen.
Also, entweder ich meine das so in dem Moment oder ich meine es eben halt nicht so in dem Moment. Und dann stolpert man aber drüber, dass andere Anteile, ob sie die jetzt erwerben müssen oder ob sie sich die nehmen, das weiß ich so nicht. Wir hatten ja damals ein ganz anderes System gehabt. Vielleicht wurde es ja auch immer schwerer. Ja, das nennt man jetzt Ressourcenverschwendung. Das ist eine Kartoffel runtergefallen. Ich lebe halt jetzt so. Und eigentlich habe ich lieber mit Fotografien gearbeitet und mit Kunst. Und dann hieß das, nö, Ressourcen nicht mehr. Sie soll nicht mehr malen, sie soll nicht mehr dies, sie soll nicht mehr das, sie soll nicht mehr das. Also meine Selbstverwirklichung ging irgendwie auch ein bisschen den Bach runter an den Verwirklichungen von anderen, nennt man sie Lizenzteilnehmer, Teilhabe, die Teilhaber vielleicht. Ich bin auch ein bisschen überfragt, weil wenn ich jetzt irgendwie den Rainer grüße, ich kenne den ja nicht, ne, aber der sitzt da ja auch da in seiner kleinen Burg, dann grüße ich ihn und sage, hey Rainer. Und alle fangen dann irgendwie wieder an, da irgendwie rumzumosern. Das, so kann man doch Menschen im Grunde genommen eigentlich nicht immer so. Weiß ich nicht. Also das ist ja der Einschnitt in die sozialen Kontakte. Menschen vielleicht in der Entfernung auch mal wahrzunehmen oder mal irgendwas zu sagen oder so und wo andere immer gegenhalten. Gut, jetzt kann man da ein Spiel draus machen, das kann ich aber auch sein lassen. Weil andere Sachen ja auch gerade im Vordergrund stehen. Und andere vielleicht ganz andere Interessen im Vordergrund stehen. Wo man es gebracht hat, was ich wasche, mache ich es hier hin. Ja. So, was gibt es denn? Darf ich das sagen? Nein, ich bin Fleischesser. Ich werde sofort
diskriminieren, weil ich muss ja auf meine Gesundheit achten. Moment. Es will nicht schwingen. Das ist doch. Meine Pfanne will nicht schwingen. Ja. So. Na, zumindest wissen jetzt die Nachbarn Bescheid, der Zettel hängt da. Dass es ein bisschen lauter werden könnte, weil ich veröffentliche ja ein YouTube-Video. Nein, das ist totaler Blödsinn. Ich zeige tatsächlich, wie ich hier lebe. Das unter ganz bescheidenen, ziemlich bekloppten Verhältnissen. Ich wollte eigentlich das anders leben. Aber irgendwie funken sie mir ja immer dazwischen. Interessiert, das ist halt, so ein Revival mag ich halt auch nicht. Ich rede, das ist so absurd, ne? So, dann damals irgendwie, da hat man sich noch zum Essen eingeladen, dies, das und heute reden sie vom Essen, als wäre das etwas Hatermäßiges. Also was ist das denn bitte für eine Kontrolle anderen Menschen, die Nahrungswerte zu vermitteln? Ich weiß auch nicht. Also ich finde Bratkartoffeln total klasse. Vielleicht ist das aber auch, vielleicht kann man das auch nicht anders beschreiben. Ich habe damals tatsächlich, ohne Spruch, jetzt das ist ein Lacher für den ZDF. Böhmermann kann ja schon mal Applaus schlagen, wenn er möchte. Ich habe damals tatsächlich meine Lebensmittel aus Mülltonnen gesammelt. Andere machen das, glaube ich, immer noch. Ne? Ich habe so ein paar YouTuber gesehen, die machen das immer noch. Containern. Und dann fangen an, irgendwelche Leute zu singen, du bist mein Container. Und nehmen sie aus wie bunte Fische. Also das kann doch irgendwie auch nicht sein. Also nicht, dass ich immer freundlich bin zu Menschen, das bin ich auch nicht. Ich bin auch nicht immer freundlich zu Menschen, aber das sind so Sachen, wo dann ein Joke entsteht, was man normalerweise sonst gar nicht ernst nimmt, wird dann als kompletter Ernst gewertet. Und dann lebt man wieder in so einer anstrengenden Zeit. Und es ist natürlich Paprikapulver, gekauft bei Lidl. Aber ich darf ja den Namen nicht nennen. Das ist ja,
der Graubereich, oder? Nein, ich glaube jetzt nicht, dass die Werbung machen für Paprikapulver, aber das wurde dann auch nochmal so hingedreht, wo sie dann wieder gegen irgendwelche anderen gestunken haben und dem wurde da die Mitverantwortung in die Schuhe gedrückt. Jene, die ihre Produkte zeigen. Ja, vielleicht macht man auch nicht mehr Werbung für. Das steigert sich ja so, ne? Dann macht man auch irgendwann keine Werbung mehr für gewisse Labels. Also, wer will schon einen Musiker unterstützen, der Türen aufmacht oder Gummidichtung kürzt und dort dann mit Gift in Wohnung hält? Also, ich nicht. Sowas unterstütze ich nicht. Aber das hilft natürlich ungemein, von politischen Strömungen zu erzählen. Das ist so ungefähr wie im Ozean. Wenn dann so die Bewegungen immer so laufen. Sie laufen halt. Die Bewegungen. Politisch so oder mal Akteur. Schade, ich dachte auch mal, ich könnte irgendwie ganz nette Künstler mit meiner Seite irgendwie kennenlernen. Bis dann das so ablief, wie man das hier gerade sieht. Und dann waren das, glaube ich, nicht die richtigen. Aber um alles muss man ja kämpfen, sagt man. Ja, andere kämpfen für 25 Cent, die sie brauchen. Oder irgendwann ist man dann, hat man dann so ein Limit erreicht und dann ist man irgendwie pappsatt. Man versucht sich irgendwie ein Leben aufzubauen und aufrechtzuerhalten, was andere immer in Missgunst ziehen. Und dann wird man selber so. Fängt man auch an, anderen Menschen irgendwie nichts mehr zu gönnen. Und das ist so, wo ich dann irgendwann gedacht habe, so jetzt muss sich irgendwie was ändern. Das lag ja irgendwie definitiv nicht an mir, sondern an den Strukturen auch. Ich kann ja auch drüber reden, ich glaube, ich habe das auch schon mal erwähnt, dass es auch Meinungsforschungsinstitute gibt. Es gibt Menschen, sie glauben einfach alles. Und wenn Menschen andere Menschen diffamieren oder so, dann suchen sie eine Bestätigung. Und auf eine Bestätigung wird gebaut, bis es dann einer Wahrheit entspricht. Also das ist wie wenn man irgendwie sagt, es muss so gewesen sein. Es gibt verschiedene Aspekte oder verschiedene Sichtweisen, aber es muss ja so gewesen sein. Ich weiß nicht. Ist das denn immer so, wie es immer so scheint? Ich kann euch sagen, also damals das mit dem Avex war echt. Bei mir ist die Bundeswehr mehrmals geflogen, das macht aber nichts.
Da habe ich leider nicht gelogen. Aber wenn ich natürlich irgendwie was total, totaler sinnbildlich formuliert ist, mich selber fessel oder so, dann ist das ja eher eine, dann hat das ja eine andere Handlungsart. Ist zwar auch echt, dass ich das tue, aber die Thematik ist ja eigentlich eine andere. Deswegen hatte ich ja ganz viel geschichtlich gearbeitet. Aber wenn dann irgendwie immer so eine Handwerksnummern passieren, dann scheint ja jemand irgendwie auch ein Interesse daran zu haben, das wieder anders zu machen. Oder sie haben ein anderes Interesse. Keine Ahnung. Bin gar ja nicht so der Mensch, glaube ich. Doch auch mal. Weiß auch nicht. So. Eine Kurbelung derselben Platte. Auf derselben Platte. Ja, in der Obdachlosigkeit sagt man, ich muss Platte machen. Ob das ein Absatzmarkt ist? Ich lebe auf der Platte. Ich war ja mal ein paar Jahre auf der Straße mit meinem Hund und so. Ich muss mal lüften, wa? Ja, damit bin ich dann auch beschäftigt, immer zu lüften. Langweiliges Gespräch, ne? Das ist total langweilig so, ne? Ich meine, klar, man könnte ja irgendwie einfach mal so miteinander reden. Aber sie maulen ja rum, da maulen ja welche rum. Ich habe ja Kommentatoren einfach nicht mehr zugelassen. Wo kam denn das? Keine Ahnung, wahrscheinlich waren das Menschen mit beeinflusst. Oder weniger. Ich hab ja so überlegt. Ich habe ja so überlegt, ich muss mal irgendwie eine Kommunikation finden. Wo man nicht immer gleich im Boxring steht. Ich habe hier einen Teller geschenkt gekriegt. Ein Olympiateller. Nett, kam erstmal komisch rüber.
Weil ich ja die Mopo-Schlagzeile da irgendwie nicht so toll fand. So viel zu den Titeln. Ja, so ist das. Und jeder lebt für sich alleine. Jetzt mein Essen für heute. Kohlroulade mit Bratkartoffeln, weil ich kein Wasser mehr habe. Und so sieht es aus. Ja, mein Tisch ist nicht so aufgeräumt. Ich habe auch irgendwie kaum Kraft heute. Ein ziemlich beschissener Geschmack im Mund, trotz allem. Ja, dann. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir waren ganz schön dunkel hier, ne? Stimmt, ich habe mal eine andere Lampe im Schlafzimmer. So. Ja, dann esse ich jetzt mal. Ich glaube, mit wem ich mich da so ein bisschen in die Flicken gekriegt habe, war immer diese Pop-Art-Kultur und Comic. Obwohl ich Asterix und Obelix ja auch mag. Das ist irgendwie, aber da habe ich mich am Ende, keine Ahnung, vielleicht streitet man sich und verträgt sich wieder oder verträgt sich und streitet sich wieder. Ich weiß auch nicht. Ich kann das eben halt auch nicht mehr so definieren. Ja. Aber wahrscheinlich war das nur ein Running Gag, ne? Ja, jetzt kam ich auf die Idee mit den Waschmaschinen unten im Keller, dass jeder seine Waschmaschine da unten hat und einen Waschplan und so. Sowas fällt mir dann ein, wenn man drüber nachdenkt. Aber wieso muss ich mal nicht immer den Kopf zerbrechen? Oder sie, das ist wirklich nur noch ein Abschreibungsprojekt und setzen wir anders irgendwie neue Häuser hin, die jetzt wahrscheinlich behindertengerechter werden. Und dafür müssen ja immer ein paar mitbluten, scheinbar. Ne? Ja, da verliert man schon mal das Goldbesteck, würde ich mal so sagen. Weil das ja, das wurde ja so fabriziert hier. Ich bin ziemlich müde heute. Das liegt wahrscheinlich am netten Herbst. Ich mag den Herbst eigentlich. Ja. Dann war es das jetzt erstmal. Und wir können ja gerne noch mal eine Runde diskutieren.